Bibidi Babidi Bobson Gaming. Ja, so schnell kann es gehen. Kaum, dass ich ein Commentary gerade fertig gemacht habe für Snake Whisperer, hat mich doch irgendwie wieder diese, ja, sagen wir mal, Lust und Motivation wieder gepackt, doch was Eigenes hochzuladen. Deswegen dachte ich, laber ich doch einfach mal wieder drauf los. Leute, ich hoffe, euch geht es gut in den ganzen Spielen, in die ihr jetzt abgedriftet seid, in die ihr geflüchtet seid, weil ich glaube, es spielt kaum noch einer Assassin's Creed. Selbst so, also der Tag ist wirklich gekommen, dass man selbst Sopotrump nicht mehr online sieht bei AC3. Ja? Und wenn es so weit ist, ja, ich glaube, dann ist es wirklich vorbei. Ich glaube, jetzt ist offiziell auch das Ende der Community eingeläutet worden, dass wirklich die Leute, die auch immer online waren, jetzt gar nicht mehr online sind. Ich kann mich natürlich jetzt auch voll ins Fettnäpfchen setzen, wenn ihr mir hier sagt, ey Blue, es werden hier Turniere geplant und hast du nicht gesehen, ist alles an mir ein bisschen vorbeigegangen. Weil ich nicht mehr so richtig drin bin in der Community. Auf der einen Seite fehlt es mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Auf der anderen Seite war es natürlich auch immer, ja, lustig wäre jetzt zu übertrieben. Aber es war natürlich interessant und spannend, die ganzen Konversationen, die man auf dem Discord-Server hatte, die man im Uplay-Chat hatte, auf Skype, wo man sich beschäftigt hat mit Turnieren, mit irgendwelchen Videos, die man mit Whispers hochladen möchte oder ähnliche Sachen. Das war schon eine recht interessante Zeit. Ich wurde ja sozusagen in den Ruhestand geredet von euch, ja? Ihr seid voll die... Ich lade ein Video hoch, also ich habe mir mein eigenes Video, das letzte, was ich hochgeladen habe, dreimal angeguckt und ich gucke mir die Kommentare an und alle sagen, Blue, es war voll toll mit dir und schön, ich wünsche dir noch ein geiles Leben, ja? Alle haben jetzt einen Ohrwurm vom Glasperlenspiel. Nein, ist ja egal, dass ich mir dann so gedacht habe, sag mal, ich habe da in dem Video jetzt gar nicht die große Blue Suncatcher Abschiedstour, die habt ihr mir quasi dadurch vermasselt, ja? Was hatte ich nicht alles vor? Specials, FAQs, Montagen, Livestreams, Roomtouren, Rage-Kommentare, das war alles schon fertig geskriptet und jeder sagt, nee, Blue, es war schön und viel Spaß noch und ja, war nett mit dir. Ja? Nett ist übrigens der kleine Bruder von Scheiße, wisst ihr Bescheid. Dass ich mich dann quasi hab einlullen lassen von diesen Kommentaren und mir gesagt habe, okay, gut, dann soll es eben so sein. Man wird anscheinend nicht mehr gebraucht, ne? Aber man kann ja noch Freunde bleiben, ne? Nein, ganz ernsthaft. Ich habe mir dann natürlich wieder eine etwas längere Pause, würde ich euch anlügen. Ich hab einfach AC verlassen, weil ich, es gibt so viele Gründe, warum man AC verlassen hat, aber ich glaube, ich habe letztendlich doch den Absprung gefunden von AC. Das hat mir auch recht gut getan, muss ich sagen. Ich spiele jetzt wieder mit mehr Freude und Spaß. Nein, das wäre jetzt auch gelogen, ja. Also es wäre komplett gelogen, wenn ich hier zu Hause sitze und spiele irgendwelche anderen Multiplayer-Spiele und sage, ich habe zwar verloren, aber GG, das Leben ist schön. Nein, ganz im Ernst. Also, es gibt immer noch mal so ein paar Blue Rage Momente, aber die sind natürlich niemals so übertrieben hart, wie sie damals bei AC waren. Ich weiß nicht, wie geht denn das euch? Also, wenn ihr so andere Multiplayer-Spiele spielt, habt ihr dann auch so einen krassen Ausraster wie damals bei AC oder ist das eher nicht mehr so? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hing immer damit mit der Internetverbindung und all so einem Scheiß zusammen, dass man wirklich wusste in dem Moment, dieser blöde Lappen von hatte jetzt einfach nur verdammt krasses Glück, weil er mit seinem Bauern-Internet sich hier einfach mal durchgeleckt hat, ja. Und ich weiß nicht, in anderen Multiplayer-Spielen, also in denen, die ich gespielt habe, spielt jetzt die Internetverbindung überhaupt gar keine Rolle. Da rastest du einfach aus, weil du weißt, der Gegner ist einfach besser und du willst es nicht wahrhaben. Und du sagst einfach, bla, Idiot, und dann musst du dann doch einsehen, scheiße, er war einfach besser. Ja. Gut, es gab auch bei AC den einen oder anderen, der dir natürlich immer was voraus hatte, aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus wollte, ne? Stichwort Internetverbindung und bla bla bla. Nee, von daher habe ich ja eigentlich drauf gewartet, ja, dass Snake hier noch das große Talk with Me Bundestagswahl-Special, was wählt die Community, ja, was wählen die AC-Spieler anlässlich der Bundestagswahl? Ich glaube, viele von euch waren das erste Mal wählen. Ja, ich war das zweite Mal wählen, möchte mich da gar nicht von wegnehmen und da habe ich so ein Talk with Me vermisst, ja, irgendwie, ja, warte mal, ich habe hier was geschrieben mit Siadu, wo ist der?
als wir darüber gesprochen haben. Hier, Talk with me, Hashtag Neuwahlen 2018. Jetzt schon mal vorausblicken für die nächsten Wahlen. So, Anne Will Format, ja, bloß mit Snake Whisperer als Anne Will. Ist auch ganz lustig. Und als Gäste hätte man dann Xiaodu. SPD zu wählen ist wie Smoke Teleport. Mag keiner, ist aber immer solide, ja. Oder er hatte hier geschrieben, Avril Cloud rettet die Kohlekraftwerke und schaltet die Eisbären ab. Ich meine natürlich umgekehrt. Hashtag Tiere essen ist wie Palmport. Ja, ey, das hätte auf jeden Fall, das hätte Biss gehabt auf jeden Fall. So ein paar Konversationen zwischen Spielern, die sich nicht mögen, aber nicht, weil sie sich nicht mögen, weil sie sich scheiße finden, wie der andere spielt oder weil der andere besser ist, sondern einfach so ein bisschen Polit-Talk, so ein bisschen Bildungsauftrag. Ihr versteht nicht, worauf ich hinaus will, oder ihr sagt gerade, Alter, was ist denn mit dem nicht korrekt? Auf jeden Fall habe ich darauf gewartet, auf so ein Format. Ach ja, das wäre cool gewesen. Sowieso habe ich mir schon oft die Frage gestellt, was so der ein oder andere aus der Community wohl gewählt hätte. Ja, keine Ahnung. Du kannst ja die Leute auch. Na, vielleicht nicht. MAG Hooligan würde ich jetzt bei Bündnis 90 die Grünen aufgrund seiner. Naja, wir wissen alle, warum MAG Hooligan die Grünen wählen würde. Gibt das handfrei und so. Kollege Fefe. Nein, lassen wir das auch an dieser Stelle. Was ich mir schon oft die Frage gestellt habe, was wählt so ein Iragon zum Beispiel? Der ist auch. Ist der auch so. Weiß ich nicht. Oder ein Roman, ja. Roman ist so der typische. Ach, fick die Wahlen, ja. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber wenn er das jetzt hört, würde er sagen: Nee, Mann, ich bin hier Mitglied in der JU und hast du nicht gesehen? Weiß ja, du weiß ich ja, dass er Vorstandsmitglied der Jusos ist. Und das sind alles so Sachen, die mich dann auch interessieren würden, wo ich auch richtig Bock gehabt hätte, ein Format zu machen, so ein bisschen Politik über Politik zu quatschen. Weil ich weiß, über AC, wenn man mit manchen Leuten früher über AC gesprochen hat, hast du gemerkt, Mann, die Leute sind schon ganz schön weit. Das klingt jetzt recht abgehoben, aber was ich sagen will, ist, die Diskussion, also die war auf einem recht hohen Niveau, ja, dass man sich gut austauschen konnte über irgendwelche Taktiken und Strategien und ja, da hast du recht, da hab ich recht, ne? Nein, du bist scheiße, lösch das Spiel, nein. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das wäre natürlich recht interessant gewesen, ne? Schade, Snake, das wäre eine Chance gewesen, hier wieder Profit zu machen, hast du nicht gemacht. Ja. Und jetzt natürlich auch die Frage an euch. Ihr habt wahrscheinlich alle die Glocke gedrückt. Nein, das ist mir sowas von scheißegal, aber ihr habt jetzt wieder gesehen, Bluey hat was hochgeladen. Kommt jetzt das große Comeback? Mache ich hier einen auf Fantasy Phoenix und sage: Ja, ich bin wieder da. Habt ihr mich auch alle vermisst? Und nein, sondern ich hatte einfach mal wieder Bock, was hochzuladen. Ich weiß einfach auf absehbare Zukunft, und das wisst ihr auch, dass Videos auf dem Kanal von mir und meinem Kumpel halt sich nicht mehr mit Assassin's Creed beschäftigen werden. Ich weiß es selber auch nicht, was ich hochladen werde, ob ich überhaupt Bock habe, was hochzuladen. An dieser Stelle, ja, es ist auch mal wichtig, den Leuten dafür zu danken, ja. Und dafür brauche ich kein Special, dafür brauche ich nicht 1000 Abonnenten oder 500 oder 600 oder ein, sondern das liegt mir irgendwie am Herzen. Ich wollte euch auch mal dafür danken, für eure wirklich geilen Kommentare, egal ob es positiv oder negativ war, weil negativ hat ja auch dazu angeregt, mit den Leuten in Diskussion zu treten und zu sagen: Ey, du Spaß, warum findest du mein Video scheiße? Nein, aber es ging mir einfach darum, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, YouTube mit euch zu gestalten und für euch zu gestalten, die ganzen AC-Videos, die ich hochgeladen habe. Das wird jetzt hier kein Abschiedskommentary. Ich weiß auch nicht, ob man so ein Abschiedskommentary, ich meine, dann zieht mich Lila Brava damit auf, aber ich meine, ich kann damit leben, ja, aber. Ach. Ey, an dieser Stelle auch mal ein fettes Danke irgendwie an euch. Wenn ich jetzt wirklich mal den Daumen hoch bei euch drücken könnte, würde ich es tun in dieser, an dieser Stelle. Danke für eure Likes, für eure Kommentare, für eure Views. Ich habe versucht, immer real zu bleiben, ein Stück weit.
denke auch, dass mir das irgendwie gelungen ist, mehr oder weniger. Und ja, warten wir einfach mal ab, was die Zukunft bringt. Ich möchte jetzt hier wirklich nichts versprechen oder jemandem Hoffnung machen. Das ist nicht meine Art, jetzt zu sagen, ey, nächste Woche kommt das nächste Video oder ich plane irgendwas Fettes. Ich werde es einfach so handhaben. Wenn ich mal wieder Bock habe, ein Commentary zu machen, dann mache ich es einfach. Überrascht euch, weil ihr denkt, Blue hat sowieso keinen Bock mehr. Und dann seht ihr irgendein altes Gameplay, wo ihr sagt, Mann, Alter, der Blue, da hat er mal wieder sein Knife dazwischen Richtung Wand geworfen. Ich hab's doch vermisst. Ja, und wenn ihr schon lächelt, ja, wenn ihr meine Videos seht, egal, weil ich einfach scheiße spiele oder scheiße laber, in dem Sinne, freut es mich, dann habe ich alles richtig gemacht. In diesem Sinne, Leute, wir haben heute Ende November. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, wenn bis dahin kein Commentary mehr kommen sollte. Wie gesagt, ich will da nichts versprechen. Wie finde ich jetzt den Übergang zu Herrn Lindner? Mann, scheiße, das Jahr, du, scheiße. Lieber nichts versprechen, als was Falsches versprechen? Ja, hat er es geschafft, spontan wie er ist. In diesem Sinne, Leute, haut da rein.